Ja, hallo und guten Morgen zur Peira-Matinee-Reihe Bedingungsloses Grundeinkommen. Wie immer sind wir vermessen, weil wir sagen, wir wollen der BGE-Debatte einen neuen Schub verleihen. Deshalb soll es auch nicht nur eine einzige Veranstaltung zu diesem Thema BGE sein, sondern wir stellen uns das so vor, dass wir in mehreren Folgen zunächst einmal im Rahmen der Matinee Impulse setzen und möglicherweise im Mai ein ganzes Wochenende uns nehmen, um das, was wir als Impulse hatten, nochmal zusammenzutragen und zu erweitern. Damit, denke ich, könnten wir in eine hochspannende Debatte mit eingreifen, die, ja wie wir wissen, schon sehr lange läuft, zumindest seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts unter verschiedenen Begrifflichkeiten wandte man sich dieser Thematik zu, um soziale Gerechtigkeit herzustellen. Wie wir wissen, ist diese Debatte, Gott sei Dank, nicht nur von einigen auf der linken Seite stehenden Organisationen getragen, sondern im Grunde genommen parteiübergreifend. Aber all das werden wir ja dann weiter ausführen. Ich finde es wunderbar, dass wir Professor Elmar Altvater zum Start der Debatte gewinnen konnten, weil ich denke, dass er auch einen wesentlichen Beitrag zu dieser Thematik beitragen kann. Wenn man Herrn Altvater so anschaut, könnte man sich vorstellen, er war bei den 68ern mit dabei. Er ist eben nicht nur Hochschullehrer für politische Wissenschaften gewesen und jetzt aber auch noch in der Forschung nach seiner Emeritierung 2004 dabei, sondern Herr Altvater ist ein Wissenschaftler, der sich auch immer wieder in politische Debatten praktisch mit eingeklinkt hat. Er hat sehr stark geprägt die politökonomische Theorie aus der marxistischen Sicht. Er hat sich in seiner Forschungstätigkeit der Entwicklungstheorie, der Verschuldung, der Regulierung von Märkten zugewandt. Und er hat 1996 ein global kritisches Standardwerk herausgegeben zu den Grenzen der Globalisierung. Wie gesagt, wenn wir uns die Geschichte des BGE anschauen, dann ist diese Debatte angestoßen worden aus zwei Motiven heraus, aus der humanistischen Perspektive und aus der ökonomischen Perspektive. Sehr viele beteiligen sich daran. Trotzdem muss man feststellen, der Durchbruch ist bisher nicht da. Abgelehnt in der Republik, in unserer Republik, wurde sie letztendlich zunächst einmal durch den Bundestag, der dazu zwar eine Petition hatte, aber 2013 die Debatte ohne Ergebnis für sich beendet hat. Welche Schlussfolgerungen sind aus dem Zustand zu ziehen? Und wie schauen Sie, Herr Altvater, auf die Geschichte des BGE? Ist da noch was zu wenden oder wurden zu viele Fehler gemacht und ihr könnt das Thema nicht mehr heben? Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, mit oder ohne Morgeneinkommen. Die Sonne scheint ab und an, und wenn sie nicht scheint, wünschen wir uns auch einen guten Morgen. Das bedingungslose Grundeinkommen existiert ja nicht. Aber die Debatte darum, die ist schon sehr alt. Sie begann ja schon vor einigen hundert Jahren, nicht erst im letzten Jahrhundert. Es war immer die große Frage, wie kann man in einer durch den Markt gesteuerten Gesellschaft die Unsicherheit, die Märkte nun einmal mit sich bringen,
einigermaßen auffangen. Der große Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi, der in der Debatte um das Bedingungslose Grundeinkommen kommt, fast keine Rolle spielt, hat dazu schon 1944 geschrieben in seinem Buch über die große Transformation, so nannte er den Übergang zur Marktwirtschaft seit Ende des 18. Jahrhunderts, erst in England und dann in der ganzen Welt, dass diese Märkte Unsicherheit erzeugen, dass sie wie Satansmühlen wirken, also zerstörerisch, und zwar für die Waren, die auf den Märkten gehandelt werden, vor allem für die wahre Arbeitskraft. Und das hat damit zu tun, dass die Arbeitskraft ungeschützt im Produktionsprozess vernutzt wird und dass über die Verteilungsmechanismen auf dem Markt das Einkommen für die geleistete Arbeit in aller Regel nicht ausreicht, um ein würdiges Leben führen zu können. Und deswegen brauchen wir Schutzmaßnahmen. Eine der Schutzmaßnahmen, die ich anbiete, war Schutz der Arbeit durch sozialstaatliche Sicherung. Schutz der Einkommensbeziehung war das noch lange nicht, obwohl auch dazu eine ganze Menge getan worden ist. Aber genau an dieser Frage setzt natürlich die Diskussion des bedingungslosen Grundeinkommen an. Wir wollen die Einkommenszahlung eben unabhängig machen von der Arbeit, weil diese Arbeit Ausbeutung impliziert und diese Arbeit nicht immer in würdigen Umständen geleistet werden kann. Und wenn der Zwang zu groß ist, sogar dazu führt, dass diese Arbeit zur Zerstörung des Arbeitsvermögens führen kann. Gesundheitliche Schäden und so weiter sind alle bekannt durch die Arbeit, aber es ist noch schlimmer in mancher Hinsicht, in manchen Ländern, zu manchen Zeiten, auch hierzulande gewesen. Wir dürfen ja nicht vergessen, darauf weist im Übrigen Erich Fromm, der von allen BGE-Vertretern immer zitiert wird. Ich glaube, die haben das alle nie gelesen, was er geschrieben hat. Wenn man so ein positiver Bezugspunkt, aber der Name reicht schon. Nicht das, was dieser Name in Form der Person des Erich Fromm dann auch von sich gegeben hat, dass man ja nachlesen kann. Und Erich Fromm schreibt dann, dass er noch bis ins 19. Jahrhundert, nahm er vollkommen recht damit, noch Hungersnöte in heute hochentwickelten und reichen Ländern geherrscht haben, dem Hunger ein Fremdwort geworden ist, auch hierzulande. Und dass erst ein bestimmtes Niveau des Überflusses, er sagt dazu Überfluss, tatsächlich, ein bestimmtes Niveau des Überflusses erreicht werden muss, um diese Unsicherheit beseitigen zu können. Und eine Möglichkeit, dies beseitigen zu können, ist eben das bedingungslose Grundeinkommen. Und nicht nur die sozialstaatlichen Leistungen, die immer an die Illusion heutzutage gebunden sind, dass die Menschen eigentlich durch ihre Hände oder ihres Kopfes Arbeit, das Einkommen erwirtschaften, erarbeiten können, das sie benötigen, um sich all die Dinge leisten zu können, die ein würdiges Leben möglich machen. Erstens ist das nur möglich, wenn dieser Überfluss herrscht. Und zweitens ist dies nur möglich, wenn tatsächlich die Arbeit, die alle wollen, auch von der Gesellschaft, von dem ökonomischen Prozess, von den Kapitalisten, sagen wir es mal personalisiert, eben auch bereitgestellt wird, sodass jeder einen Arbeitsplatz bekommen kann, der Arbeit sucht. Und das ist in keinster Fall heute gegeben. Das war eigentlich in der gesamten Geschichte des Kapitalismus, die ja einige hundert Jahre alt ist, bis ins 13. Jahrhundert den Kapitalismus in Europa zurückverfolgen, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Es gab eigentlich nur in dieser langen Jahrhunderte umfassenden Zeit drei Jahrzehnte, die Franzosen sagen dazu, les trente glorieuses, die gloriosen 30 Jahre. Drei Jahrzehnte von etwa 1950 bis Mitte der 70er Jahre, in denen Vollbeschäftigung herrschte. Immer sonst in kapitalistischer Entwicklung hat keine Vollbeschäftigung geherrscht. Es hat volles Arbeitssuchen geherrscht. Aber niemals war es möglich, dass alle die Arbeit gesucht haben, auch Arbeit gefunden haben. Es gab immer weniger Arbeitsplätze, als Nachfrage da war.
Eine Situation, die wir heute in der Statistik ja leicht nachvollziehen können, auch nur die Statistik der OECD aufzuschlagen, um die Lücke zu sehen zwischen der Arbeitsnachfrage, Nachfrage nach Arbeitsplätzen und dem Angebot von Arbeitsplätzen auf dem Arbeitsmarkt. Und daraus ergibt sich dann eben die Frage, wie können Menschen, die gar keine Chance haben, mit ihrer Hände Arbeit das Einkommen zu kriegen, das sie in einer Marktgesellschaft benötigen, um sich ein würdiges Leben organisieren, nach ihren Bedürfnissen schaffen zu können, wie können die an ein Einkommen herankommen? Das geht nur, wenn man dies von der Arbeit eben auch irgendwie entkoppelt. Und das ist im Prinzip die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Und diese Idee ist vollkommen richtig. Sie trifft auch auf die historischen Entwicklungsbedingungen. Nur muss man sehen, es ist keine technische Frage, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Es hat nicht nur etwas mit Finanzierungsfragen zu tun, wie es zumeist diskutiert wird, sondern es hat etwas mit Gesellschaftskonzeption zu tun. Wie verstehe ich überhaupt Arbeit? Wie verstehe ich überhaupt die Bedingungen durch Arbeit an ein würdiges Leben und die Bedingungen dieses würdigen Lebens herankommen zu können? Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern das muss organisiert werden. Wird das jetzt individuell organisiert durch jeden Einzelnen oder ist das eine kollektive Aufgabe? Was muss die Gesellschaft tun? Wie muss sie gestaltet sein? Wie muss die Politik auf solche Fragen dann reagieren? Und daran entzünden sich dann auch die Widersprüche in der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen. Da sind die einen, die sagen, wir können das einführen, Geld genug ist da, wir müssen es nur etwas anders verteilen. Kapitalismus war auch nur nicht in Frage zu stellen. Die Produktivkraftentwicklung, wie Erich Fromm gesagt hat, ist uns egal. Wir sind reich genug, um als bedingungsloses Grundeinkommen für alle, sagen wir mal 1000 Euro pro Monat für jeden, unabhängig davon, ob er Geld hat oder keins hat, nicht. Also als Person hat er das, er und sie, und auch die Kinder, es haben alle das Recht, so etwas zu bekommen. Und klar kann man so sehen, aber man muss immer die Konditionen mit berücksichtigen, wie dann die Produktion organisiert werden muss, unter welchen Bedingungen. Denn eines ist auch klar, in dieser Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen ist sehr viel Fetischismus enthalten oder die Gefahr des Fetischismus. Man diskutiert über das Geld und man diskutiert nicht darüber, dass das Geld absolut nichts bedeutet. Es bedeutet nur dann etwas, wenn es umgesetzt werden kann gegen Güter und Dienstleistungen. Dann stellt sich die Frage, welche Güter und Dienstleistungen sind es denn eigentlich, die man benötigt? Was ist die Rolle von öffentlichen Gütern, von öffentlichen Dienstleistungen, Bildungs-, Gesundheitsdienstleistungen und dergleichen mehr? Ist das eine Frage, die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gelöst werden kann? Oder muss das nicht auf ganz andere Art und Weise in einer modernen, demokratischen, sozial- und ökologisch ausgerichteten Gesellschaft angegangen werden? Kann da mit einem bedingungslosen Grundeinkommen was gemacht werden? Oder betrifft das bedingungslose Grundeinkommen nur die Güter, die individuell auf dem Markt dann als Konsumgüter gekauft werden können? Die müssen aber auch produziert werden. Dann stellt sich immer auch die Frage, ja, mein bedingungsloses Grundeinkommen sichert mir eine gewisse Würde. Aber was ist eigentlich mit denjenigen, die die realen Güter produzieren müssen, damit ich meine Würde durch ein bedingungsloses Grundeinkommen realisieren kann? Wie ist deren Würde im Arbeitsprozess organisiert? Das heißt, die Würde ist nicht nur an den Marktprozess gebunden und dessen Organisation, sondern auch an den Produktionsprozess und dessen Organisation. Wie kann Demokratie auch im Produktionsprozess organisiert werden? Unter kapitalistischen Verhältnissen? Oder ist das gar nicht möglich unter kapitalistischen Verhältnissen? Das sind ernsthafte Fragen, die bei einer Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen unbedingt aufgeworfen und für die Lösungen erarbeitet werden müssen. Für die, die jetzt neu unter uns sind, die leeren Stühle, die hier stehen, dürfen durchaus besetzt werden, wenn man eine Frage stellen möchte. Ich betone das so deutlich, Frage, also längere Statements
sollten, wenn es geht, wirklich vermieden werden. Und insofern, ich lade ein, diese Stühle zu besetzen, habe aber selbst gleich die erste Frage. Zum Schluss war der Hinweis, können wir das BGG überhaupt realisieren, wenn wir nicht an die Systemfrage herangehen? Wenn wir an die Systemfrage herangehen, wissen wir, dass die, die diese stellen, zurzeit nicht die Mehrheit stellen. Wie wir gesehen haben, macht sich in Europa gerade wieder ein rückwärtsgewandtes Denken breit. Leider sind auch davon die Piraten erfasst. Natürlich, Einspruch euer Ehren. Das ist aber eine andere Debatte. Ich war sozusagen nur gerade wieder mal eingetaucht in unser Leid dieser Tage, dass eben diese hoffnungsvolle Partei im Moment den Weg nicht richtig findet. Ich sehe sie jedenfalls nicht auf der Seite, wo sie stehen sollten. Wenn wir jetzt genauer hingucken, wer uns denn auf diesem Weg begleitet, diese Systemfrage zu stellen, dann sehen wir die Linke. Sie sind ja seit 2007 selber Mitglied, aber sie sind ja auch leidgeprüft. Die Linke findet auch im Moment, ähnlich wie die Piraten, keine einheitliche Antwort auf die Frage. Warum ist das? Bei den Linken würde ich nicht annehmen, dass es aus persönlichen Gründen Fehler gibt, aber vielleicht täusche ich mich. Also ganz banale, praktische Frage. Wie kommen wir sozusagen weiter aus der Sicht derjenigen, die eben diese Systemfrage angehen wollen, weil wir sie angehen müssen, lieber einfach. Naja, wir müssen die Systemfrage sicherlich angehen, aber wir müssen die vor allen Dingen erst einmal richtig stellen. Wenn ich sozusagen das System dann als Problem aufwerfe, kriege ich überhaupt keine Antwort. Denn dann muss ich sozusagen in der die gesamte Totalität einer kapitalistischen Gesellschaft, Entschuldigung bitte für diesen sehr abstrakten Ausdruck, aber diese Gesamtheit dessen, was Kapitalismus ist, das sind einige hundert Jahre Geschichte, das ist ein ganzes Weltsystem. Und es ist nicht nur ein ökonomisches und politisches Weltsystem, sondern auch ein ökologisches Weltsystem. Und wenn ich das alles sozusagen als Problem aufwerfe, dann werde ich keine Antwort finden. Ich muss also diese Systemfrage immer sozusagen aufdröseln. Und ich muss dort anfangen, wo am meisten es brennt. Und es brennt natürlich bei der Frage Arbeit und Verbindung der Lebensverhältnisse jedes Einzelnen, jeder Einzelnen und auch jedes Einzelnen im technischen Sinne des Kindes. Wenn die Arbeit eben ausgeht, wenn nicht genügend Arbeit da ist, wenn keine Arbeitsplätze gefunden werden oder wenn diese Arbeitsplätze dann geschaffen werden, aber als prekär Arbeitsplätze, als unwürdige Arbeitsplätze, als Arbeitsplätze, mit denen man also nicht vernünftig leben kann, weil das Einkommen auch nicht ausreicht. Also wenn Globalisierung, von der Sie gesprochen haben, wenn Globalisierung auch oder vor allen Dingen die Globalisierung der Unsicherheit ist. So lautet, ich mache jetzt keine Reklame, aber so lautet der Titel eines Buches, das wir schon vor Birgit Mahnhof und ich zusammen das war später, das war Anfang 2000, also vor 12 Jahren geschrieben haben. Globalisierung der Unsicherheit, weil eben Arbeit nicht mehr die Sicherheit vermittelt, weil die sozialen Sicherungssysteme ja auch überall abgebaut werden. Und das ist eine Seite, die eine andere hat, nämlich mehr oder weniger auch eine ideologische oder auch eine bewusstseinsmäßige. Und diese andere Seite ist genau das, was wir dargestellt haben. In Europa haben wir es mit einem konservativen Trend zu tun. Wir müssen uns einfach darüber klar sein, die Mehrheit in Europa ist konservativ. Ich bin Linker, ich bin nicht konservativ, ich leide irgendwie darunter.
Aber ich kann auch die Dinge nicht dadurch, dass ich leide, ändern, sondern wir müssen da die dicken Bretter bohren, mit Geduld und Augenmaß, wie das bei Max Weber heißt, um die Dinge zu verändern. Und wir müssen wirklich Geduld haben, denn wir hatten ja auch immer schon Geduld, denn wir bohren diese Bretter ja schon seit einigen Jahrzehnten, wir fangen ja nicht heute an. Aber wir wissen auch genau, das wird noch einige Jahrzehnte wahrscheinlich dauern, wenn in Europa es so weitergeht wie bisher. Die Mehrheiten sind konservativ. In Deutschland, in Portugal, EU-Ebene, schauen wir doch an, was bei der Wahl jetzt im Juni herausgekommen ist, und so weiter und so weiter. Das ist das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Solange das so ist, werden wir natürlich auch kein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Wir werden auch nicht Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bekommen, die auf Rücksicht auf die Würde der Arbeitenden nehmen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird es geben. Das haben Sie jetzt gerade auf der G20, in dem G20-Meeting in Cairns in Australien beschlossen. Arbeit soll es geben, Investitionen soll es auch geben. Aber ob das also würdige Arbeit ist, ob das Arbeit ist, die also zu Einkommen führt, die also ein gutes Leben ermöglichen, das ist darin überhaupt nicht Beschlusssache. Das ergibt sich vielleicht hier und da, sind wir froh darüber, wenn das der Fall sein sollte, aber in aller Regel und Bedingung für diese Arbeitsbeschaffung, für die wir alle natürlich zahlen, die G20 geben unser Steuergeld aus und nehmen Kredite auf, die wir auch zu finanzieren haben, das ist damit also überhaupt nicht gewährleistet. Ja, also ich möchte mich erstmal ganz herzlich für diesen schönen Vortrag bedanken. Vorhin, also Sie haben es ja geschafft, in ganz wenigen Worten alles sehr präzise zusammenzufassen, was in diesem komplexen Thema an sich zusammenhängt. Ja. Also wenn ich ein bisschen widerspreche, also der Polanyi spielt dann schon eine Rolle in der Diskussion und er hat ja auch mit dem Werk The Great Transformation, also große Transformation, so eine, sag ich mal, für Marx kompatible Analyse gegeben, ja? Mhm. Aus einer etwas anderen Sichtweise. Und er hat im Übrigen, während Marx ja immer noch so das kleine Pflänzchen Hoffnung drin hat, ja, das eigentlich noch viel nüchterner betrachtet. Und die Frage ist, dass natürlich diese Bindung an das Erwerbseinkommen, ja, an sich neu ist, also Sie haben vollkommen recht, Kapitalismus beginnt 13. Jahrhundert oder so früher zu wirken, aber das Bewusstsein der Menschen, dass sie sich daran an das Erwerbseinkommen binden, ist eigentlich eine viel neuere Entwicklung. Und ich habe eben in den Diskussionen, wenn wir das auch versuchen mit Bürgerinnen und Bürgern zu besprechen, immer den Eindruck, dass daran immer alles scheitert. Und das ist ja auch bei einem Teil der Linken so, nicht? Weil die Linke sich ja auch mit diesem Bewusstsein zum Teil identifiziert. Ich kann nur etwas genießen, wenn ich dafür etwas getan habe, wenn ich dafür etwas gearbeitet habe. Und wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann kann ich es gar nicht genießen, dann ist das ein bisschen vergiftet. Und für mich ist das eigentlich die entscheidende Frage. Also nicht, wie das dann organisiert wird und so weiter, sondern wie könnte sich dieses Bewusstsein wieder wandeln? Das ist ein wunderschöner Begriff, das ist der Gifte, der auf Englisch heißt, das Geschenk der Gift. Und wenn man das jetzt als deutsches Wort nimmt, dann kommt ein Sinn heraus, der genau dem entspricht, was Sie gesagt haben. Also, das ist aber falsches Bewusstsein. Und dieses falsche Bewusstsein muss man natürlich versuchen aufzuklären. Und das sehe ich auch in dieser Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Deswegen sage ich auch, wir müssen den gesamten Kontext immer mit berücksichtigen. Nicht nur die Frage der Finanzierung und wie hoch soll das sein und wie soll das verteilt werden und so weiter diskutieren, sondern auch, wie ist das zu organisieren, denn das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen ist gar nicht bedingungslos. Die Bedingung, damit das bedingungslose Grundeinkommen ein würdiges Leben ermöglicht, ist, dass einige da sind, die arbeiten. Und dann trösten wir uns in der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen damit, dass wir sagen, ja, wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen,
Dann werden nur noch die Arbeiten ausgeführt, die also mit intrinsischer Motivation also auch akzeptabel sind. Also Arbeitsprozesse, wo ich also mich selbst verwirklichen kann. Wo das, was bei Marx Entfremdung heißt, keine Rolle spielt. Das ist zweifellos richtig. Und das ist eine Idee, die auch ihre ganz lange Geschichte hat, die bis ins 15. oder 16. Jahrhundert zurückgeht. Nicht in den alten Utopisten, nicht nur Thomas Morus, sondern auch Campanella und andere, hatten schon diese Idee immer und wollten also eine Arbeit organisieren, die nicht entfremdet ist, die nützlich ist für den Einzelnen eventuell, aber vor allen Dingen auch für die Gesellschaft. Und einige haben dann diese Gesellschaft auch um die Arbeit herum organisiert, wie Campanella in seinem Sonnenstaat. Da hat auch jeder sein Einkommen. Die Bedingung ist, dass sie dafür arbeiten. Nicht? Aber nicht über Marktzwänge und dadurch, dass ich meine Arbeitskraft verkaufe, sondern eben als gesellschaftliches Glied in einer Gesellschaft ohne Arbeit, die gibt es nicht. Die kann es gar nicht geben. Nicht? Die Zwiebeln, die wir essen, müssen wir auch pflanzen, müssen wir vorher pflanzen. Das hat mit Wolf Biermann in einem Lied so in den 70er Jahren so formuliert, viel schöner als ich jetzt gesagt habe, natürlich, etwas besungen und deutlich gemacht, so, dass wir also an diese materiellen Bedingungen immer zu denken haben, wenn wir über bestimmte Konzepte reden. Also, dieses bedingungslose Grundeinkommen ist in dem Sinne nicht bedingungslos, weil es eben voraussetzt, dass gearbeitet wird, dass dem monetären Einkommen auch reale Güter und Dienstleistungen entsprechen, die erarbeitet werden müssen. Das geht gar nicht anders. So, und wenn das so ist, dann müssen wir also einen nächsten Schritt machen und sagen, okay, wir leben in einer kapitalistischen Umwelt, in einer kapitalistischen Welt. Wir leben unter Marktbedingungen, um es mit Karl Polanyi auszudrücken. Und Marktbedingungen sind immer auch Waren, die auf dem Markt angeboten werden und gegen Geld verkauft werden. Ich brauche also Geld, um kaufen zu können. Anders geht das nicht. Ich brauche also monetäres Einkommen, um dieses würdige Leben überhaupt für mich gestalten zu können. Sonst haut das nicht hin. Und jetzt stellt sich die große Frage, ist das mit den sonstigen Bedingungen einer kapitalistischen Produktionsweise noch kompatibel? Irgendwie muss einem ja auch zu denken geben, eine so schöne Idee wie die des bedingungslosen Grundeinkommens wird so wenig akzeptiert. Oder wenn sie denn akzeptiert wird von Konservativen, nicht, dann wird sie pervertiert, wird sie umgedreht, dann wird daraus eine Zwangsmaßnahme entstehen. Ich könnte mir jetzt einzelne Konzepte von dem bedingungslosen Grundeinkommen durchgehen, wo man das zeigen könnte. Also bei Althaus-Konzepten, vielleicht auch beim Götz-Werner-Konzept ist das alles drin, oder bei dieser negativen Einkommensteuer, da sind alles auch so Zwangsmechanismen mit drin enthalten. Ist das also eine Notwendigkeit? Und wenn man diese Notwendigkeit nicht akzeptieren will, wie muss das dann anders organisiert sein? Und wie muss man dann also Einkommen und Produktion und die Gestaltung von Einkommen, das heißt Marktbeziehungen und Produktionsbeziehungen, dann organisieren? Das ist die entscheidende Frage an meinen Dafürhalten. Die Nächsten, die jetzt zu uns kommen, bitte ich doch darum, zwei Sätze zu sich selber zu sagen und dann erst die Frage zu stellen, damit diejenigen, die das ja dann auch im Netz verfolgen, wissen, wer hier nur die Fragen stellt und welcher Hintergrund da ist. Ja, ich bin Olaf Lichner, ich bin Mitglied der 20 Piraten im Landtag Nordrhein-Westfalen und bin in der Piratenpartei schon seit 2010 dabei, mich für das bedingungslose Grundeinkommen stark zu machen. Selber, da komme ich dann jetzt auch gleich direkt schnell zu der Frage, selber kennengelernt habe ich das bedingungslose Grundeinkommen schon in den 80er Jahren, allerdings überhaupt nicht aus der Richtung sozial oder links, sondern aus der Richtung liberal. Ich habe das damals eigentlich, wurde das in der FDP, mit der ich damals ziemlich enge Kontakte hatte, sehr, sehr stark diskutiert. Das ist dann natürlich jetzt auch wieder aus der Diskussion rausgefallen. Es wird, also zumindest soweit ich es nicht mitbekomme, da auch nicht mehr diskutiert und auch nicht mehr, überhaupt nicht mehr als Idee wahrgenommen.
Die Frage, die ich jetzt aber in dem Zusammenhang stelle, jetzt haben wir auch die ganze Zeit hier darüber gesprochen, ne? Eventuell auch die Systemfrage stellen, dann war auch ziemlich klar, diese Fragen kommen natürlich aus der linken Szene in Deutschland. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar festgestellt worden, wir sind aber nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft, die Gesellschaft entwickelt sich auch eher dahin, dass sie es also nicht jetzt ändern möchte. Also wir hatten von dem Ruck ins Konservative auch vorhin gesprochen. Die Frage ist eigentlich die, die ich jetzt stelle, die ganze Zeit, wenn ich die BGE-Debatte zurzeit mitkriege, geht es immer um den Humanismus, zum größten Teil, beziehungsweise wenn nicht, dann geht es direkt in die Systemkritikfrage. Wäre es nicht eventuell vernünftiger, zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund auch der, der Kräfteverhältnisse in den Meinungsbildern, die hier herrschen in Deutschland, vielleicht viel, viel mehr auf den liberalen Aspekt einzugehen und zu gucken, dass man dort noch mal Leute mitfindet, die sich für die Idee stark machen. Denn es ist ja auch im Grunde genommen eigentlich, also zumindest die Bewegung, wie ich sie mitbekommen habe, oder wenn ich das so nach und zurückverfolge, ist das ja ganz, ganz groß nochmal in die Diskussion gekommen, eigentlich durch liberale Wirtschaftsleute, ich sage jetzt mal Friedmann als Stichwort, wäre es da nicht eventuell eine Sache von der rein humanistischen Diskussion, mehr in die ökonomische Diskussion zu gehen, Leute auch aus diesem Bereich für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens stark zu machen. Da sage ich jetzt mal so, bisher auch schon klar gesagt wurde, die Systemfrage zurzeit zu stellen, ist eigentlich sinnlos, aber es wird nicht allzu viel Erfolg in der nächsten Zeit bringen. Ja, das ist zweifellos richtig. Nun muss man, glaube ich, Folgendes sehen. Das bedingungslose Grundeinkommen wird ja diskutiert als auch, nicht nur, aber auch als Ersatz für sozialstaatliche Leistungen. Und da muss man mal gegenrechnen. Da fängt die Rechnerei dann tatsächlich an. Was waren die Leistungen durch den individuellen Lohn und was waren die Leistungen durch Sozialtransfers im alten Sozialstaat? Was waren die Leistungen durch Bereitstellung von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, wie Bildungssystem kostenlos, wie das Gesundheitssystem, nicht kostenlos, aber kollektiv, nämlich versicherungsmäßig organisiert. Und manche Grundeinkommensdebatten von Schrauber, Götz Werner in Deutschland, vielen anderen, die gehen einfach davon aus, wir finanzieren das Grundeinkommen einfach dadurch, dass wir diese sozialen Leistungen streichen oder aber zumindest reduzieren. Das heißt, da verlieren auch Leute. Man gewinnt eventuell durch ein garantiertes Grundeinkommen, aber reicht das aus, um alle die Leistungen auch im Extremfall des Risikofalls, bei einer Krankheit beispielsweise, die sehr teuer zu kurieren ist, ist das dann abgesichert durch ein solches Grundeinkommen? Und da fangen dann die Diskussionen an. Und da sind die Liberalen meines Erachtens außerordentlich brutal. Die sagen nämlich, ich beziehe mich jetzt auf Rösler, ich muss mich bei den Sozialdemokraten entschuldigen. Den Rösler würden selbst die Sozialdemokraten bitte. Das kann man ihnen nicht stellen. Na gut, also das Strauber ist da am bekanntesten vielleicht und Götz Werner und Rösler, die alle das Grundeinkommen als Ersatz für Sozialstaat und Althaus, nicht FDP, sondern CDU, die also das bedingungslose Grundeinkommen als Ersatz für diese sozialstaatlichen Leistungen sehen wollen. Und das wirkt sich dann auch letztlich mit den Ideen aus den frühen 60er Jahren von Milton Friedman, mit der negativen Einkommenssteuer, die er gar nicht selber entwickelt hat, aber das ist unerheblich in dem Zusammenhang. Also bis zu einem bestimmten Einkommen bekommt man Subventionen und erst ab einem bestimmten Einkommen zahlt man Steuer. Das eine ist also negativ, das andere positive Einkommenssteuer.
Und so kann man zu einem Ausgleich kommen. Natürlich könnte man, wenn die Welt so einfach wäre, dass sich die Menschen in einer Gesellschaft nur nach der Einkommenshöhe rein quantitativ unterscheiden. Aber sie unterscheiden sich nun, Gott sei Dank, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Die einen sind gesund, die anderen sind krank. Die einen wollen studieren, die anderen wollen nicht studieren. Die einen wollen auch mal längere Ferien machen, eine Auszeit nehmen und die anderen wollen das nicht. Und so weiter und so weiter. All diese Unterschiede, die erfordern auch unterschiedliche sozialstaatliche Regelungen. Deswegen ist der Sozialstaat ja so kompliziert und manchmal überkompliziert. Und dann kommt die Idee, das muss man alles vereinfachen. Die Idee ist auch immer richtig, man muss alles mal auf die Probe stellen. Aber wenn man dann zu einer solchen Lösung kommt mit negativer Einkommenssteuer, also mit liberalen Ansätze anstelle der sozialstaatlichen Leistungen, kommt dann das BGE, das ist dann doch zu einfach und das wird neue Ungerechtigkeiten, neue Unruhe erzeugen. Ich glaube nicht, dass es akzeptabel wäre für eine Bevölkerung. Die würden ganz schön auf die Straße gehen, wenn das so gemacht würde. Ich sehe da keine Lösung bei diesen liberalen Vorschlägen. Aber trotzdem war ja die weitergehende Grundfrage die, wie stellt man Bündnisse her, um die Diskussion zu befördern. Und wir haben ja offenbar ein Riesenproblem. Eigentlich ist der Anteil von Menschen, die davon profitieren würden, riesengroß. Aber die selber sind, glaube ich, nicht sicher in der Annahme, dass dieses Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen, nicht die Faulheit, um das mal ganz trivial zu sagen, fördern würde. Das ist doch ein Hemmnis, denn eigentlich wäre sozusagen die Armee der Befürworter, wenn man so einen militärischen Begriff verwenden will, riesengroß, aber die erreichen sie nicht, weil sie selber Zweifel haben in Bezug auf die Effekte, dann ausgelöst werden würden. Das Dumme ist, man hat keine Feldversuche gesehen, die eben beweisen könnten, dass es nicht so ist, dass der Anteil von Menschen, die nicht gerade hoch motiviert sind und sich dann in die Hängematte legen, genau so ist, wie er jetzt in der Gesellschaft ist, dass es auch teilweise missbraucht wird. Aber ich denke, der Anteil wäre bei Einführung garantiert nicht größer. Nein, die Motivation würde steigen. Man würde sozusagen aufgrund der Befreiung von Angst und der Entwürdigung auf den Arbeitsagenturen ganz anderes in den Taten in sein Leben schauen. Aber wie gesagt, wir haben leider keine Feldversuche. Ich habe irgendwie noch gefunden, dass unter Johnson in den USA mal ein kleiner Versuch gestartet wurde. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lange der lief und wie die genauen Ergebnisse da waren, aber die Kernthese war die, eigentlich wurde bestätigt, dass dieser Faulheitsaspekt auf Kosten der Gesellschaft zu leben eben nicht eintrat. Haben Sie da bessere Hintergründe? Also, Johnson, das war Teil des Konzepts der Great Society. Nicht die Lyndon Johnson, der Vizepräsident für Kennedy gewesen ist, nach der Ermordung von Kennedy 1963 dann sozusagen aus dem Hut zauberte als sein neues Konzept der Great Society. Es sollte anknüpfen, wie heute auch wieder diskutiert wird, an den Ideen des New Deal aus den 30er Jahren, also eine gesellschaftliche Anstrengung, um das Leben für alle zu verbessern. Und dazu gehörte dann eben auch so Minimum Wage und solche Geschichten, aber nicht etwa das bedingungslose Grundeinkommen. Das war, wenn ich nicht jetzt falsch liege, soweit nach meiner Kenntnis gehört das nicht zu dem Konzept der Great Society dazu. Aber vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Aspekten, die Sie genannt haben. Das steht auch schon bei dem Baum, der sagt, also wir können das bedingungslose Grundeinkommen oder garantierte Grundeinkommen, so nennt er es, vergessen, wenn wir nicht den Militäretat kürzen, wenn wir nicht nachrüsten, wenn wir nicht Konversion betreiben. Denn allein für das Militär zu seiner Zeit, in den 50er Jahren, in den USA, in den 50er Jahren, als Erich Fromm diesen Artikel schrieb,
war der Anteil 10% des Sozialprodukts. Solange wir dies nicht kürzen, brauchen wir gar nicht weiter über das BGE zu sprechen. Und ich glaube, das ist vollkommen richtig, was wir damals für die 50er Jahre geschrieben haben, das ist heute in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts noch viel wichtiger geworden. Wir müssen uns dafür schämen. Nicht, was haben wir rausgeschmissen zur Rettung der Banken? Was tun wir immer noch dafür? Das sind Tausende von Milliarden. Was tun wir, um das Öl weiterhin als unseren Treibstoff zu haben? Ich habe gerade gestern die neuere Zahlen von der Internationalen Energieagentur gelesen. Es geht in Trillionen weltweit, nicht in Deutschland jetzt allein, in die Trillionen, das heißt in die Millionen, Millionen, in unvorstellbare Größenordnung, was da an Geld rausgefordert wird, damit wir also den Klimakollaps auch nicht mangels Finanzmitteln einstellen müssen. Wir machen so weiter wie bisher und wir hätten also das Geld, wenn wir es anders verteilen würden, wenn wir der Entwicklungsbahn eine andere Richtung zuweisen würden, dieser Gesellschaft im weltweiten Maßstab, wie wir das heute denken, nicht nur in Deutschland. Wir müssen da also eine neue Richtung finden, damit wir die Welt davon machen, die dann natürlich auch genutzt werden können, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Das heißt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen sind schon weltpolitische und gesamtgesellschaftliche Fragen verknüpft. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es ist nicht eine technische Frage allein, wie man das finanziert, wie das häufig diskutiert wird, sondern es ist eine politische Frage. Ich könnte also Billionen freimachen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn ich also die Finanzmärkte stabilisieren würde, wenn ich also weg von diesem fossilen Energiesystem kommen würde, dann wäre das alles möglich. Sonst dürfte es sehr, sehr schwierig sein. Ja, mein Name ist Horst Willems. Ich habe Volkswirtschaft studiert und wirtschaftliche Themen an verschiedenen Institutionen unterrichtet. Und man kann wirklich skeptisch sein, ob sich eine Grundstellung in der Bevölkerung zum bedingungslosen Grundeinkommen ändern wird. Aber auf lange Sicht bin ich optimistisch. Und zwar, wir haben gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Systemfrage. Und wir haben gesagt, wir leben im kapitalistischen System, in einem hochkapitalistischen System, gekennzeichnet durch globale Konzerne, durch Ausbeutung aller Ressourcen, auch der Arbeitskraft. Ein zentraler Begriff in der kapitalistischen Gesellschaft ist die Arbeitsproduktivität. Ein Unternehmen kann sich nur auf dem Markt behaupten, wenn es Arbeitsproduktivität verbessert. Das bedeutet aber, dass Arbeitskräfte freigesetzt werden. Und wir leben in einer Industrie, die auf Öl basiert. Und das führt aber jetzt zu einer Naturkatastrophe. Die Klimakatastrophe ist absehbar, also müssen wir eine Änderung herbeiführen. Und Jeremy Rifkin gibt in seinem Buch Die dritte industrielle Revolution die Ideen, wie ein neues Zeitalter aussehen könnte. In dem es Internet gibt, in dem es erneuerbare Energie gibt, die in jedem Gebäude erzeugt werden kann, also dezentral, sodass also die alten großen Konzerne diese Bedeutung nicht mehr haben und dass dann auch eine Änderung des Bewusstseins herbeigeführt werden kann. Darf ich ganz kurz das nochmal verbinden, also die Frage der Shared Economy. Wir haben ja im Moment auch noch ein anderes Thema auf der Tagesordnung gehabt, der Mindestlohn. Ich denke mal, auch das ist sozusagen ein weiteres Hemmnis, um die Debatte weiter zu befördern, weil die SPD und die Gewerkschaftsseite sagt, was wollt ihr? Wir haben den ersten Schritt jetzt gemacht und nun überfordert uns nicht, wir können nicht so schnell gehen.
Und dann kommt jetzt natürlich aufgrund der neueren Diskussion, Teil ist das neue Haben, sozusagen eine weitere Überschüttung der Forderung des Begriffs bzw. der Forderung des, nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, ja klar, das sind sehr interessante Entwicklungen der politischen Diskurse in den letzten Jahren, vielleicht auch also in den letzten Monaten besonders hervorgetreten. Also erstens ist vollkommen klar, das ist auch das, was ich schon von Erich Fromm zitiert habe, ein gewisses Produktivkraftniveau ist eine Notwendigkeit, damit man überhaupt über Grundeinkommen reden kann. Wenn das Niveau zu niedrig ist, dann geht das nicht. Das ist also das Erste. Das Zweite, was wir dazu natürlich sofort sagen müssen, als Fußnote oder wie auch immer, in Klammern, natürlich, wir haben ja dieses Niveau. Deswegen können wir nicht nur, sondern wir müssen darüber reden. Wenn wir es nicht hätten, können wir anders diskutieren. Rifkin. Rifkin hat sehr viele Bücher geschrieben, das Imperium der Rinder, nicht nur sich über den Wahn des Fleischkonsums weltweit kritisch geäußert hat. Er hat sich über die Entropiefrage generell geäußert und damit auch so einige Impulse für die Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie gegeben. Er hat jetzt in seinem letzten Buch die Frage der Grenzkosten aufgeworfen. Wenn die nämlich gleich zu Null gehen, dann hört eigentlich der Kapitalismus auf, weil er mangels Profit dann eben seine Zukunftsfähigkeit verliert, weil niemand mehr investieren wird, wenn keine Profite mehr gemacht werden, weil dann müssen wir das irgendwie anders organisieren. Er sagt nicht in diesem letzten Buch, ich habe es noch nicht ganz gelesen, muss ich hinzufügen, ist ja auch erst wenige Tage auf dem Markt, er sagt nicht, dass dann also das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen nachfragemäßig dann eintreten würde und die Investitionsnachfrage, die mangels Profiten dann zurückgehen würde, nicht tätigen würde. Er schreibt dann sehr viel über neue Technologien, den 3D-Drucker und solche Geschichten. Also da kann man von halten, was man will. Und er sagt, diese Share Economy, das ist das, was Sie angesprochen haben, wird anstelle der Marktökonomie treten. Wir haben diese Share Economy inzwischen zum Teil bereits, nicht in Ansätzen. Wir haben dieses Taxiunternehmen Uber, nicht, das also zu einem Skandal inzwischen geworden ist. Wir haben diese Wohnvermittlung, nicht Zeitwohngeschichten. Alles wird zur Ware gemacht. Das ist die Utopie, oder sagen wir besser eine Dystopie, nicht eine schwarze Utopie, nicht, dass auch der Kommunismus zur Ware wird. Das ist etwas, was also da gemacht wird. Man kann den Kommunismus, also muss man nicht durch eine Revolution erkämpfen. Wir wollen, das wollen viele, nur wenige, und man kann ihn sich kaufen. Und ja, das ist eine Ware. Man kann ihn nicht kaufen. Nicht? Also geht dann zu Lidl und kauft statt Pfund Bananen 3 Kilo Kommunismus. Das ist die Share Economy. Also, möglicherweise steckt da noch viel mehr hinter. Das, was wir bislang von ihr gesehen haben, sind neue Formen der Arbeitsorganisation und auch der Ausbeutung und auch der Profitproduktion. Nicht, wenn ich das nicht mehr hinkriege, wegen der Grenzkosten gleich Null aus den normalen Geschäften Profit zu ziehen, das ist die Lifting-These. Ja, dann muss ich das irgendwie auf andere Weise organisieren. Und dann geht das eben nicht mehr über normale Marktprozesse von Kauf und Verkauf, sondern dann geht das über Prozesse des Teilens, des Mitwohnens. Ich stelle mein Auto zur Verfügung, damit du fahren kannst. Nicht? Das ist auch nett, wir lernen uns kennen und so weiter. Dass dabei aber Gebühren an das Unternehmen, das es organisiert, dass es Apps bereitstellt, dann gehen und die damit Profite machen und damit also auf ihr Kapital, also Profite beziehen, also Investment rentabel wird und damit können sie dann auch letztendlich an die Börse gehen und das ganze Ding dann verkaufen. Das geht aus diesen Diskursen meistens dann
verloren. Also ich will damit sagen, das sind neue Tendenzen, die muss man sehr genau beobachten. Da kann etwas Positives rauskommen, das weiß ich auch nicht, also wer weiß das schon. Aber das, was Sie bisher an Erfahrungen gemacht haben, sind eher negativ und würden also den Intentionen auch derjenigen, die sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen, nicht entsprechen. Ja, hallo, mein Name ist Birgit Schiller, ich bin vom Kunstkorb der Piraten, bin seit 2 Jahren dabei, ich bin Informatikerin, habe Governance bei den Zinsspanien studiert. So, was mir fehlt, ich kann nicht direkt eine Frage formulieren, aber was mir fehlt bei den Aspekten ist überhaupt die Definition von Arbeit und Produktivität nochmal anders zu denken. Also wir haben zum einen die digitale Gesellschaft, die schon eine Art von Shared Economy ist, also es wird sehr viel Information produziert, das wird kostenlos von sehr vielen Menschen zur Verfügung gestellt und ausgenutzt, monetarisiert durch einige wenige Kraken, die dann daraus Geld ziehen können. Wir haben Daten als Währung, die durch die Gegenleistung, die wir freiwillig hergeben, die da monetarisiert werden. Das ist erstmal alles nicht als Arbeit definiert. Also so, dann kann man schon mal drüber nachdenken, was heißt Produktivität, was heißt, ich rechne hier auf, Produktivität. Dann spreche ich als Künstlerin und als Mutter von 3 Kindern. Ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Leben, habe gar nichts dafür gekriegt. Auch hier in den Definitionen von Arbeit, die jetzt bisher wieder am Tisch waren, sind diese Art von Arbeit ist nicht berücksichtigt. Also, was habe ich produziert? Nichts. Offizielle Dienstleistung? Keine. Von morgens bis nachts irgendwie auf Achse gewesen und rumgecheckt? Ja. Und das irgendwie nicht ein paar Jahre, sondern, kann man sagen, ein paar Jahrzehnte, so inzwischen. Und da denke ich, ist das WGE eine sehr interessante Möglichkeit, sich da von frei zu machen. Inzwischen will ich freischaffen für die gleichen Dinge, die ich jahrzehntelang sonst gemacht habe, verdiene ich jetzt ganz okay Geld. Also das ist, ich sehe halt Produktivität im Grunde inzwischen losgekoppelt von dem tatsächlichen Wert, der sich dann in Geld ausdrückt. Das ist eine Sache, wie bin ich fähig, mich in diesen monetären Kreislauf einzubringen. Und das ist eine Sache, wie gut funktioniere ich als Mensch in meiner Selbstrepräsentation für diesen Kapitalismus. Und das ist der Punkt, wo ich das BGE interessant finde, dann habe ich nicht mehr diesen Druck. Also jetzt momentan, je nachdem wie ich mich anstelle, kriege ich Geld weg oder gar nichts. Ja, also, und das ist so ein Punkt, der mir bis jetzt in den Diskussionen ein bisschen gefehlt hier. Also diese ganze quasi Schattenarbeit, die nun mal auch sehr viel von Frauen geleistet wird, ist in diesen Gedanken des, weiß ich nicht, das können Sie mir vielleicht helfen, marxistischen Arbeitsdefinition eventuell gar nicht integriert. Das würde ich gerne nochmal aufgegriffen haben. Das sind sehr interessante Überlegungen und die bringen uns natürlich auch dazu, dass man sich wirklich mit dem Arbeitsbegriff genauer auseinandersetzen muss. Und da sind natürlich geschlechtsspezifische Dimensionen auf jeden Fall drin. Und wenn wir von Arbeit reden, als zumeist reden wir von der Erwerbsarbeit, nicht meistens im Hinterkopf das sogenannte Normalarbeitsverhältnis. Das also auch immer ein geschlechtsspezifisches Verhältnis impliziert und nicht über die Vielfalt von Arbeitsverhältnissen, die in jeder Gesellschaft existieren und auch der Arbeiten, die nicht Erwerbsarbeit sind, also zum Beispiel Versorgungsarbeit, Care-Arbeit, sogenannte Care-Arbeit, nicht also die Krankenversorgung, die Kinderversorgung, die Elternversorgung, all das, das ist ja unheimlich arbeitsaufwendig und für viele Menschen der Lebensmittelpunkt und spielt in diesem Normalarbeitsverständnis von Erwerbsarbeit eigentlich keine Rolle. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist doch, dass die meisten gar keine Erwerbsarbeit mehr haben. Es gibt doch, wer denn noch, wo bin ich denn großartig angestellt? Die meisten, die haben doch eine starre Tendenz, dass jeder mal selber zusehen muss, wie er an seine Kohle kommt und irgendwas verkauft. Das ist auch die Frage, ob die Sinnhaftigkeit der Produktivität, also ich soll was verkaufen, brauche ich nochmal ein neues
Smartphone-Modell? Eigentlich nicht. Wir müssen nicht der Prototyp sein. Wir haben die Maschinen. Ich meine, schon Aristoteles hat sich Gedanken gemacht, ne? Was machen wir denn mit den Sklaven, wenn wir jetzt tatsächlich mal einen Automaten hätten mit der Musik machen? Ja, wir haben ja diese, sollten da jetzt Sachen geklärt haben. Jetzt haben wir das. Wir haben Automaten mit Musik, wir können die scheren. Wir haben sogar Automaten, die können wir hierher fahren. Wir müssen nicht mehr die Sklaven hierher schicken, die uns das Essen bringen. Das haben wir alles hier vor die Tür geliefert. Wir brauchen nicht mehr arbeiten. Also ich denke, das ist vorbei. Also die Frage der Produktivität in dem Sinne stellt sich nicht mehr. Wir sind sowieso, wir sind sowieso alle produktiv. Hängermann, der soziale Hängermann hat sich erledigt, weil wir sind gerade, wie wir hier sitzen, wir sind alle produktiv im Netz, wir produzieren Informationen, wir teilen Informationen, wir tragen damit zur gesellschaftlichen Weiterkommen bei. Das ist alles nicht monetarisiert. Das ist kein Angestelltenverhältnis. Das wird auch in dem Ansatz nicht wirklich mitgedacht, braucht auch nicht. Für mich braucht das, für den BGE braucht das nicht. Das ist eigentlich das beste Argument für das BGE, weil warum sollen wir es unbedingt in den kapitalistischen Kreislauf einbringen müssen? So, mit dem BGE sind wir davon losgelöst. Naja, völlig richtige Überlegung, die ich voll unterschreiben würde. Aber, das berühmte Aber, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Wir machen mit hoher Produktivität und mit höchstmaligem Produktivitätsfortschritt, schaffen wir auch eine Situation, in der der Arbeitszwang immer mehr erwärmt. Ein Beispiel. Wir produzieren mit höchster Produktivität Drucker, die immer billiger werden. Weil die Produktivität so hoch ist. Deswegen können sie auch billiger werden. Ein Canon-Drucker ist vierfarbig und so weiter und so weiter. Das ist also vor 20, 30, 40 Jahren absolut unvorstellbar war. Den kaufen wir heutzutage für 50 Euro, 60 vielleicht. Nicht? Aber in diesem Drucker ist Planned Obsolescence eingebaut. Nicht? Also geplante Obsoleszenz. Das heißt, der geht nach bestimmter Zeit kaputt und das ist eingeplant. Das heißt, da ist immer auch sowohl die technische Dimension enthalten, die sehr fortschrittlich sein mag. Die Arbeitsproduktivität unglaublich hoch, deswegen sind die so billig. Und gleichzeitig ist da diese kapitalistische schwarze Seele mit drin, diese geplante Obsoleszenz, dieser geplante Verschleiß, damit das, was da als Drucker funktioniert, nicht mehr funktioniert, damit wieder neue Nachfrage nach einem neuen Drucker, nach einer Ware auf dem Markt erscheint, die von anderen oder den gleichen Kapitalisten befriedigt werden kann, damit man wieder einen neuen Drucker kauft. Und so kommt es, dass die Leute nicht nur ein Handy haben, sondern drei oder vier und ein oder vier Drucker. Einige sind kaputt, die stehen trotzdem noch herum. Andere sind nicht also nur geplante Obsoleszenz im technischen Sinne, sondern geplante Obsoleszenz im modischen Sinne. Nicht, dass Apple also jedes Jahr ein neues iPhone herausbringt. Hat natürlich mit Mode zu tun, nicht mit technischen Bedingungen. Aber ich sehe das auch immer in meiner Verwandtschaft nicht, oder Freundschaft, erlebt man das ja auch immer. Und man selber ist ja auch davon nicht frei. Nicht, dass da gibt es auf einmal das Apple 5 oder 6, ich weiß gar nicht, was heute so das höchste der Gefühle in dem Zusammenhang ist. Nicht? Und da muss man es auch haben. Es gehört einfach dazu. Und dann irgendwelche Software ist dann auch nicht mehr kompatibel, die funktioniert dann auch nicht mehr, dann wird man auch gezwungen, sich das neue Leben dann zuzulegen. Das ist jetzt so die schwarze kapitalistische Seele in diesem technischen Fortschritt, in dieser Produktivitätssteigerung. Und auf der anderen Seite diese technische Dimension, die vollkommen wichtig ist, die uns frei machen würde von dem Zwang, Dinge zu tun und in einer bestimmten Arbeitszeit zu tun, würde es in viel kürzerer Zeit machen können. Jetzt sind wir habe mich bis zu meinem Austritt auch bei der Piratenpartei engagiert und bin eigentlich PR-Beraterin, also habe diese Produktion und Produktivität, die man nicht so richtig erfassen kann, weil ich das mit den Worten mache, der Reputationsberatung, wenn man das so schön sagen kann.
Ich muss jetzt einmal ganz kurz auf diese kapitalistische, diese schwarze Seele eingehen und auch auf das Arbeiten. Ich verstehe das ja, ich sehe das eigentlich auch so. Natürlich, das muss ja auch sein, dass wir so spielen, dass wir das nicht finden. Ich möchte aber mal, wenn wir uns die Gesellschaft angucken, die Entwicklung, die die Gesellschaft nimmt und auch genommen hat, sind ja diese Zyklen, egal ob es jetzt Mode oder Technik etc., die Konsumzyklen, die sind ja nicht per se schlecht. Es wird das konsumiert, was produziert wird, dass die Produktion und die Produktionslevel, die da sozusagen entstehen, nicht mehr maßvoll sind, da müssen wir nicht drüber diskutieren oder können wir in Teilen diskutieren darüber vielleicht, aber ich glaube, die Problematik von WGE im gesamtgesellschaftlichen Kontext hat so ein bisschen verfehlt, oder die Diskussion darüber hat so ein bisschen verfehlt, die Ängste zu adressieren von denjenigen Menschen, die sich tatsächlich durch ihre Arbeit auch identifizieren. Wir haben ja eine ganz nicht unerhebliche Masse von Menschen, die sagen, ich brauche das, ich arbeite gern, und wenn ihr jetzt mit diesem Grundeinkommen kommt, entwertet ihr meine Arbeit, ein Teilstück davon. Und gleichzeitig gebt ihr diesen Menschen, die sich auf die Frau legen und unterstützen, zu sagen, ein Instrument in die Hände, die sagen, das, was ich tue, ist nicht so viel wert wie das, was andere Leute tun, nämlich nichts, um es überspitzt zu sagen. Und ich glaube, dass in ganz vielen Diskussionen über das WGE dieser Teilaspekt durchaus vernachlässigt wird, dass es viele Menschen gibt, die vor dieser Diskussion, wenn sie sie dann verfolgen, stehen und sagen, aber ich habe mit meinem Leben geschafft, über Jahre, teilweise Jahrzehnte hinweg, ihr wollt mir das jetzt einen Teil wegmachen, das natürlich in Kombination mit natürlich der Finanzierungsgedanke und auch dieser Diskussion, wie wollen wir das denn finanzieren als Gesellschaft? Wir sehen, dass es bei der Sozialleistungsgeschichte ja auch nicht funktioniert, weil immer weniger sozusagen eingezahlt wird. Wenn wir sagen, das Kollektiv, also wir als Gesellschaft, machen da mit und sagen, wir wollen das, wir sehen uns in der Lage, das zu stemmen, haben wir, glaube ich, das auch nachlässig zu sagen. Es gibt ja immer diese, ja, wir wollen diskutieren, wie wir das machen, wir wollen das mal rechnen. Niemand hat bis jetzt sich gescheut, oder niemand hat den Mut aufgebracht, tatsächlich mal ein Parteienmodell in den Raum zu stellen, auch wenn die natürlich Luftschlösser sind. Ich glaube, das muss auch nochmal diskutiert werden. Wie sehen Sie das denn? Oder was gibt es da für Anstrengungen und Modelle, die man tatsächlich in die Gesellschaft tragen könnte, damit man sozusagen diesen Stein, den wichtigen Hügel hinunterrollt? Ihre Argumentation ist im Prinzip auch das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich denke, man muss das bedingungslose Grundeinkommen in dem Kontext von Arbeit auch diskutieren, nicht nur von Einkommensbezug und dann auch nicht irgendwelche Sachen dazu, sondern wie werden diese Dinge auch produziert, und sie werden produziert manchmal unter repressiven Bedingungen, unter ekelhaften Verhältnissen vielleicht sogar, aber manchmal auch mit großer Arbeitszufriedenheit, mit großem Selbstbewusstsein, mit großem Arbeitsstolz. Und das muss man natürlich in Rechnung stellen. Natürlich, wenn die Menschen in der Gesellschaft aktiv sind, in der einen oder in der anderen Weise, dann sind sie auch stolz auf das, was sie zu dieser Gesellschaft beitragen. Auch wenn es ein Produkt ist, das dann auf dem Markt verkauft wird. Das ist ein Beitrag zur Gesellschaft, und da kann man auch sehr zufrieden sein, wenn das technisch ausgereift ist, wenn man sich damit identifiziert, wenn man da vielleicht sogar selber kleine Inventionen oder Erfindungen mit drin stecken hat, nicht also ihre eigenen Produkte damit drin sein, nicht also manche Ingenieure oder Facharbeiter, die haben diesen Stolz und die haben das alles auch so entwickelt, und die identifizieren sich dann natürlich auch mit der Arbeit, und die können mit einem bedingungslosen Grund reinkommen, sofern sie von dem Gehalt ihrer mit ihrer Arbeit verdienen, einigermaßen gut leben können mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wenig anfangen. Und deswegen haben wir ja auch bei den Gewerkschaften das große Schwierigkeiten. Also so die Idee des Grundeinkommens da irgendwie also auch akzeptabel zu machen, aber auch sozialdemokratisch ist sehr schwierig. Sigmar Gabriel hat jetzt gerade vor kurzer Zeit noch einmal sich dagegen geäußert, und Oskar Lafontaine hat das immer getan. Gegen ein Grundeinkommen im Weg.
dieser Zentralität der Arbeit, in dem Selbstverständnis, auch in dem Lebensgefühl von sehr vielen Menschen, womit sie auch wirklich etwas getroffen haben in der Bevölkerung. Das muss man auch ganz klar sehen. Und deswegen sage ich auch, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert, darf man die Arbeitswelt nicht außen vor lassen. Das ergibt sich auch aus der Logik des Grundeinkommens. Denn das ist nur ein Nachfragegröße. Ich habe ein Einkommen, was mache ich damit? Ich gebe es aus. Wofür gebe ich es aus? Und kann ich es für irgendetwas ausgeben? Denn ich kann es nur für irgendetwas ausgeben, wenn das, was ich da haben will, auch irgendwo produziert worden ist. Ich kann ja nicht alles selber machen. Ich bin in einer arbeitsfreien Gesellschaft. Also muss das dann gehen. Und es geht eben immer nur auf zwei Wegen oder drei. Entweder marktvermittelt, also ich nehme mein Einkommen und frage etwas nach, das auf dem Markt dann angeboten wird, von irgendwelchen privaten Unternehmen. Oder es geht staatsvermittelt, ich frage Bildung nach und das geht nur in einer staatlich finanzierten, organisierten, reglementierten Schule. Oder ich frage etwas nach, was durch gesellschaftliche Gruppen, durch Kommunen, durch Genossenschaften, also im gesellschaftlichen Bereich bereitgestellt wird. Nicht? Nur dies ist möglich. Deswegen muss ich auch diese beiden Seiten in ein politisches Konzept zusammenbringen. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist in der Debatte, das wurde vorhin, glaube ich, von hinten angesprochen, um das bedingungslose Grundeinkommen auf der einen Seite und dann die Mindestlohndebatte auf der anderen Seite. Man muss sich zusammenbringen. Der Mindestlohn betrifft diejenigen, die arbeiten im Produktionsprozess. Und das bedingungslose Grundeinkommen betrifft diejenigen, die als Konsumenten irgendetwas nachfragen wollen, nachfragen müssen, was für ihre Lebensgestaltung wichtig ist, aber es nicht selber produzieren. Auf der anderen Seite sind die meisten natürlich auch Produzenten und wollen unter vernünftigen Verhältnissen produzieren, arbeiten. Deswegen braucht man Mindestlohn und auch demokratische Arbeitsgestaltung, Mitbestimmung und dergleichen mehr. Das führt alles zu einem großen Komplex, den wir zusammen diskutieren müssen. Wenn man das nicht zusammen macht, dann wird man also politisch auch scheitern. Ich würde gerne noch den Aspekt, den Sie beide gerade diskutiert haben, wie sieht es aus mit der Wertigkeit der Arbeit für einen selbst, dann doch erweitern wollen und den Blick nach vorne. Dass die alten Arbeiterführer sich daran klammern und Sorge haben, dass durch das bedingungslose Grundeinkommen da was wegrutscht, was sich wegrutschen sollte für die Menschen, ist verständlich, aber das ist ja nicht der Zukunftsaspekt. Ich denke, die Dynamisierung der Freisetzung von Arbeit wird im nächsten Jahr gravierend zunehmen. Und wenn man sozusagen diesen Aspekt mit dem Aspekt, den Sie angesprochen haben, wo haben wir eigentlich unsere Bank, wo haben wir das Geld eigentlich eingebuddelt, wenn nicht im militärischen Bereich, verbindet damit, also mehr zu tun mit diesen Geldern für Forschung, mehr zu tun für Bildung, dadurch sozusagen Menschen zu motivieren, das, was ihr Leben eigentlich ausmacht, sich zu emanzipieren von Zwangsverhältnissen in die Lage versetzen, dann kriegen wir, glaube ich, da einen ganz anderen Schwung noch rein. Dass wir die Debatte so bisher geführt haben, von dem Hintergrund der aktuellen Realität, völlig verständlich. Aber wir wollen ja, das war hier auch von Horst Wilms ja so wenig angesprochen, auch selbst so betrachten, wie sie auf uns zukommt, automatisch auf uns zukommt, aufgrund von wissenschaftlichen, technologischen Fortschritten. Kommen wir in eine Welt hinein, wo wir frühzeitig eigentlich Antworten finden müssen, damit wir nicht in eine neue Ausbeutungsphase kommen, die gar nicht notwendig wäre. Ja, selbstverständlich müssen wir das. Wenn wir also zukunftsfähig sein wollen und machen wollen, müssen wir genauso vorgehen. Es stellt sich aber eine Frage, die vorhin von Kollegen aufgebracht und von Ihnen aufgebracht worden ist, die Frage der Produktivität. Wir müssen wissen, was Produktivität ist. Produktivität ist ein Substitutionsprozess. Und zwar wird lebendige Arbeit ersetzt durch viel potentere Energien, die also mit der entsprechenden Apparatur dann eben auch in Arbeitsleistungen werden können, die also das, was ein Mensch mit seiner Arbeitskraft zu bringen vermag, potenzieren.
Nicht? Und das ist das, was Produktivität ausmacht. Also ein Substitutionsprozess der menschlichen Energie durch andere, potentere Energien. Und was sind das? Die fossilen Energieträger im Wesentlichen heutzutage. 80-90% der Energieversorgung kommt jetzt aus der Erdkruste, nicht von den fossilen Energieträgern her, die auch verbrannt werden und umgesetzt werden in ungeahnte Kräfte, die die Produktivität so nach vorne bringen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist jetzt sozusagen gerade ein These oder Fußnote, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Produktivitätssteigerung immer bedeutet eine Beschleunigung. Es wird mehr in der gleichen Zeiteinheit produziert oder das Gleiche in einer kürzeren Zeiteinheit. Produktivitätssteigerung ist immer Beschleunigung. Beschleunigung ist nur möglich mit mehr Energie, die da reingepumpt wird. Und das ist heutzutage nach den technischen Bedingungen, unter denen wir leben, die wir selbst erzeugt haben, in den vergangenen 250, 300 Jahren seit der fossilen industriellen Revolution, sind das die fossilen Energieträger. Das ist also der erste Punkt. Der daraus ergebene zweite Punkt ist, dass diese fossilen Energieträger zwar dieses Wunder der Produktivitätssteigerung hervorbringen, also auch die Wohlstandssteigerung, gleichzeitig aber bekanntlich die Emissionsgase, die klimaschädlichen Emissionsgase hervorrufen und damit uns ein gewaltiges Problem einbringen, nämlich den möglichen Klimakollaps, den wir verhindern müssten. Heute sind Demonstrationen auch in Berlin weltweit nicht für eine andere Klimapolitik und das ist sozusagen die Gegenwart, die aber in die Zukunft hineinreicht. Wenn uns das heute nicht gelingt, haben wir keine Zukunft. Das ist das große Problem. So dramatisch stellt sich dieses Problem auf. Ja, und was ergibt sich daraus? Ergibt sich daraus, dass man genauer hinschaut. Und genauer hingeschaut zeigt sich dadurch, dass die fossilen Energieträger so zentral sind für unser Leben. Es wird alles getan, um sie ausbeuten zu können. Nicht konventionelle Energien werden entwickelt, nicht also Tiefseebohrungen und dergleichen mehr, wird unendlich viel investiert. Da werden nicht nur Billionen, sondern Trillionen investiert. Zumal davon ausgegangen wird, dass der Ölpreis steigt. Die großen Ölkonzerne haben unendlich viel produziert, so viel, dass jetzt der Ölpreis unter Umständen mit dem neuen Fracking-Öl aus den USA auch wieder sinken wird. Und dann verlieren sie die Profite. Das bedeutet, dass bestimmtes investiertes Kapital nicht mehr rentabel ist, das abgeschrieben werden muss. Das sind Verluste. Und die sind ziemlich gewaltig. Die gehen auch in die Billionen, wenn nicht in die Trillionen. Das heißt, es ist bereits eine neue Blase, die in dem Subprime-Sektor vor 10 Jahren oder 15 Jahren in den USA aufgepumpt worden, die jetzt dabei ist zu platzen. Und das ist die nächste Finanzkrise. Mit anderen Worten, wenn wir über Produktivität reden, wenn wir uns dann mit fossilen Energieträgern beschäftigen, wenn wir uns dann damit beschäftigen, holen wir uns die aus der Erdkruste heraus, mit welchen Mitteln machen wir das, sind wir sofort wieder auf dem Finanzmarkt und bei der nächsten Krise, die mit Sicherheit kommen wird. Wann genau, kann natürlich keiner sagen. Aber es ist einfach schon da. Da ist es schon aufgefunden. Und wir werden platzen. Und das ist das große Problem, wenn wir über den Lebensgrundeinkommen reden. Und wenn wir wissen, dass diese Zusammenhänge existieren, dann müssen wir irgendwie wo dieser Zusammenhang dann auch irgendwie politisch sichtbar wird. Das ist in der Gegenwart kaum der Fall. Also die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen wird hier geführt und da wird das über Peak Oil oder fossile Energieträger geführt, haben wir miteinander nichts zu tun. Und das ist, was wir miteinander zu tun haben, glaube ich, das ist deutlich zu machen, das ist die eigentlich wichtige politische Aufgabe. Ja, genau. Ich bin vor 2 Jahren weiter geraten und ich gerade nicht aufgeben. Ich werde mich nicht spalten, aus einem ganz einfachen Grund. Nur noch Utopien werden. Die Piraten sind eine Utopie, das BGE ist eine Utopie. Und alles, was in die BGE-Diskussion spaltet, die Linken weiter aufspaltet,
Cui Bono nutzt nur den herrschenden System, sollte das Große führen und nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander kämpfen. Die wenigen Linken, die wenigen, die nicht verstanden sind, sondern mehr bereit sind, die Veränderungen jetzt, sollten zusammenarbeiten, nicht nur gegeneinander kämpfen, um die Zukunft, die sie noch längst nicht erreicht haben. Und ich halte das so ein bisschen mit aus der Nähe, wie man diesen Quer ist. Und ich habe vor zwei Tagen fantastische Tatfahrten vom AGH in Berlin. Die Premium-Cola kennengelernt. Premium-Cola, ein fantastisches Geschäftsmodell. Ich hätte gerne die Premium-Piraten. Nach diesem Geschäftsmodell aufgebaut. Die schaffen es tatsächlich, sich über die Medienwissen zu einigen, ohne zu moderieren. Wir haben Häuptlinge und Indianer, aber alles gleichberechtigt, alle bringen das Gleiche, alle sind eingebunden. Das im Kleinen. Ich bin so von einem Position im Kleinen, der Geduld geweiht ist, im Vorbild ist zu sagen, wir müssen experimentieren, mutig experimentieren, damit wir dann, wenn es zusammenbricht, überhaupt Alternativen haben. Denn wenn wir erst eine Position machen, wenn es zusammengebrochen ist und wir steuern und haben keine alternativen Fressen, werden wir gefressen wie die alle Revolutionen vorher. Und wir sind in einer Zeit, wo das kapitalistische System an seine Grenzen gerät. Das heißt, nie war es so gut, war die Zeit so einfach zu verändern wie jetzt, mit, kleinen, also mit einer kleinen Gruppe. Von daher bin ich voller Optimismus, kann nur Werbung dafür warten, dass die Piraten nicht schweigen, dass es nicht diese Tendenz zur Zeit da ist, dass wir ausmachen, was Neues. Was? Hui Bohm, ist noch eine linke Partei? Auch nicht. Wir müssen eher zusammenfinden und Diskurse lernen und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Die bestmöglichen Alternativen können. Alles andere muss dem nationalen System und nicht uns. Also jetzt nur mal anfangen an. Lasst euch nicht aufhetzen, streitet nicht, seid konstruktiv, habt euch lieb, lächelt euch gegenseitig an, bevor ihr streitet, schlaft eine Nacht drüber und denkt an Utopien, die noch realistisch sind. Das macht Spaß. Und gebt viel Energie. Darf ich sozusagen das Plädoyer aufgreifen. Ich denke nicht, dass sozusagen im Moment der Streit zwischen den Linken und den Piraten da ist, sondern im Moment ist eine große Verunsicherung bei den Piraten da. Und es ist nicht ganz klar, ob sie die Verunsicherung, die da ist, lebend überstehen, was sicherlich sehr schade fände. Sie werden sie mit Sicherheit verstehen. Solange der letzte Piraten nicht vom Bord geht, existieren die Piraten. Mit Sicherheit werden sie das überleben. 100%. Keine Sorge. Ja, ich muss mich für den Frieden noch vorstellen, da war Alex Metzies auch Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion, Abgeordnetenhaus. Ich kann dir versichern, solange das Grundeinkommen im Grundsatzprogramm der Piratenpartei steht, werden wir uns ausbilden. letztlich haben wir auch mal einen Beitrag geleistet. Also es ist ja klar geworden, dass es eine große gesellschaftliche Debatte ist. Und ich denke, dass wir, wenn wir das Grundeinkommen vorantreiben wollen, es ein Ausweg, es eine Lösungsmöglichkeit der entstehenden Problematik, müssen wir ein möglichst breites Gesellschaftsbündnis. Das heißt, wir müssen in der Diskussion auch versuchen, alle, die aus welchen Gründen auch immer in Richtung Grundeinkommen denken, daran zu beteiligen und Bedenken oder verschiedene Ansätze miteinander zu bündeln. Und was eben auch ganz wichtig ist, meine, wir haben in Berliner Wahlkampf ja mit Mindestlohn und Grundeinkommen gesorgt, also diese Verbindung war schon da. Und wir hatten jetzt im Abgeordnetenhaus, Pafel hat es gerade gesagt, eine sehr interessante Konferenz demokratische Wirtschaft. Und das war, da ging es eben auch um die Fair Economy. Und das war gar nicht so verwunderlich, dass da auch das Grundeinkommen immer mit reinkam, mit gedacht. Das heißt, diese Verbindung, die Sie ja auch angesprochen haben, die wird produziert, die sehen die Bedingungen aus Gewürterei. Und ja, das Modell Premium Cola ist weniger wegen, ja,
hat mich eben auch beeindruckt, weil das betrifft mich persönlich. Also ich fühle mich als Konsument vom Markt sehr schlecht. Weil ich habe im Laufe meines Lebens festgestellt, dass die Produkte, die ich brauche, die wirklich sehr nützlich sind, für mich das einfach nicht mehr käuflich war. Weil aus irgendwelchen Gründen entschieden worden ist, ganz weit weg von mir, das braucht man. Und das war ja der Gründungsgedanke von Premium Cola, weil Premium Cola gäbe es nicht, wenn ein Cola-Rezept geändert worden ist. Und derjenige, der das gegründet hat, genommen hat, so einzig, ich möchte das verändern, und dann wirklich so weit gegangen, sich das Rezept zu besorgen, zu produzieren und so weiter. Und das ist aber im Grunde genommen auch nochmal ein Ausblick. Ja, das wäre dann auch noch eine Frage. Direkt, also inwieweit kann eben auch eine Weiterentwicklung schwerpunkt im Hintergrund kommen, auch die Bedürfnisse der Menschen besser befriedigen als der heutige. Eine sehr wichtige Frage, die in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten aber sehr verschieden beantwortet werden. Also wahrscheinlich kennen einige von Ihnen, also von euch, die Debatten um das Buen Vivir, das gute Leben in Lateinamerika, wo ja ähnliche Fragen aufgebaut werden. Wie können wir die Arbeit, wie können wir das Leben so organisieren, dass die Bedürfnisse, die wir alle haben, am besten befriedigt werden können und unter Umständen die unsere Würde nicht verletzen, sondern sie also auch schützen und Weiterentwicklung ermöglichen. Und die Form, in der solch ein gutes Leben organisiert wird, ist in aller Regel, in Lateinamerika jedenfalls, die Genossenschaft. Oder das, was dann die große Genossenschaftsidee hinausgeht, als solidarische Ökonomie bezeichnet. Die umfasst auch noch andere Bereiche als nur genossenschaftliche Produktion, auch Produktion so in dem, was die Allmende, die Gemeingüter, die für alle zur Verfügung stehen, dass die geschützt werden, das gehört dann auch zu diesem guten Leben noch dazu. Das heißt, da ist also auch eine andere Organisation von Leben und Arbeit gedacht, die nicht nur über den Markt vermittelt ist, denn die BGE, Debatte und das BGE ist immer nur über den Markt vermittelt, etwas, was eine Änderung herbeiführt. Ich kriege das bedingungslose Grundeinkommen und ich nutze es in seiner monetären Form, um irgendwie marktvermittelt die Produktion zu steuern. Das kann gut gehen, das kann aber auch schlecht gehen, denn der Markt ist nun eine verknappte Angelegenheit. Und der funktioniert also in den Prinzipien von Angebot und Nachfrage und da kann also auch etwas herauskommen, was mir nicht sehr gut gefällt. Also gut, das muss ich in Kauf nehmen, denn das ist gewissermaßen eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Und ich bin dann eben eine Minderheit. Aber andererseits ist das, was dann da produziert wird, gerade bei individuellen Konsumgütern, natürlich nicht nur von Nachfrage von Bedürfnissen der Konsumenten, nicht nur von deren Einkommen bestimmt, sondern natürlich von den Profitinteressen der großen Anbieter. Und der großen Anbieter sagt deshalb, weil es heutzutage im entwickelten Kapital eben große Anbieter sind, internationale Konzerne, große Warenhaus, die Warenhaus, die sind ja fast alle tot, aber Ketten von Spezialläden und dergleichen mehr, die alle nur eines wollen, möglichst hohen Profit machen, und zwar Shareholder Value. Das heißt, er muss auf dem Finanzmarkt kompatibel sein. Deswegen spielen die Finanzmärkte auf einmal bei der Frage, wie Bedürfnisse befriedigt werden, mit hinein. Wir können davon nicht absehen, dass das der Fall ist. Und wir müssen dann Methoden finden, wie man sie dann eben auch kontrollieren kann. Von einer Doping-Tax angefangen, bis hin zu dem Verbot bestimmter Produkte auf dem Finanzmarkt und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Nur den Zusammenhang darlegen, dass es hier also nicht nur um das, was Konsumenten wollen, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger gerne haben, sondern dass solange es marktgesteuert und kapitalgesteuert ist, dann eben auch um Profit geht. Da können wir gleich mit einer Share Economy das vielleicht in den Griff bekommen. Das müssen wir noch abwarten. Da wird eine neue Dimension sich herausbilden. So,
ganz offensichtlich, es gibt noch eine Wortmeldung, es sei denn, eine weitere auch, und dann schließe ich aber, ich denke, im Senat hoffentlich sehr demokratisch die Rednerliste und würde dann allerdings bitten, noch nicht gleich davon zu laufen. Sozusagen mit der Piratendiskussion möchte ich Herrn Professor Almvater nicht belasten, würde Sie aber ganz gerne hier mal anstoßen wollen, wenn euch das recht ist. So. Aber Sie können gerne dabei bleiben. Wir sind ja transparent. Wenn Sie doch versprechen, das ist eine Belastung. Nein. Nein, es könnte, aber es muss nicht. These, der Materialismus und mit deinen beiden Geschwistern und Kindern Kapitalismus und Kommunismus ist ja nur eine Perspektive. Und die Menschheit entwickelt sich weiter. Und wir sollten diese rein materialistische, technologische Perspektive doch gleich ergänzen um eine mehr geistesgeschichtliche. Also die Menschen sind da mehr als nur das Materielle. Und wir diskutieren permanent das Technologische, das Materielle und das Gesellschaftliche. Was wollen wir? Die Ressourcen, Respekt, Liebe, Fantasie, die unendlich sind, werden immer ausgelassen. Es geht immer davon aus, Mensch, es bleibt alles so, es wird extrapoliert, wie es heute, so wie heute wird es morgen und übermorgen sein, aber keine grundlegenden Veränderungen. Und dieses Materialistische, also dieser Kapitalismus und Kommunismus, die treffen sich doch gegenseitig, sind aber eigentlich Geschwister. Und ein Stück weit, also ich will es nicht völlig loswerden, das wird gar nicht sinnvoll sein, aber ergänzen vielleicht, ne, im ersten Schritt. Bevor sie sich selber auflösen. Und dann gibt es ja auch so einige Ansätze vielleicht, oder? Nie verlangt. Ich würde es vielleicht schön, wenn es so wäre. Aber das ist ja nicht so. Selbst die Konsumenten entscheiden nicht in freien Stücken, sondern sie sind von Werbung beeinflusst. Sie sind von allen möglichen Dingen beeinflusst. Das heißt, da spielen natürlich auch ökonomische und gesellschaftliche Machtbeziehungen mit hinein, bei dem, was da angeboten wird, dann ist es genauso. Das heißt, wir müssen wirklich zur Kenntnis nehmen und in unsere Strategien auch einbauen, die politischen Strategien, dass wir in einer vermachteten Wirtschaft und Gesellschaft leben und nicht nur die Freiräume haben, in denen sich Individuen dann eben auch entscheiden können, so oder so. Das ist leider Gottes nicht der Fall. Dann machen wir es so, fangen wir jetzt an. Ich entscheide mich dafür, dass ich, also ich könnte die Wahl für mich, ich will es anders. Ich bin einer, mit ihm zusammen sind zwei, wir zusammen sind wir zwei. Es hängt alles klein an. Menschen haben die freie Wahl, das ist, macht uns aus. Es gibt bestimmte Strategien, von denen man von vornherein sagen kann, die sind so. Es gibt bestimmte Strategien, von denen man von vornherein sagen kann, die sind entweder so arbeitsaufwendig und so zeitvergeudend, dass man sie besser bleiben lässt. Oder von denen man vornherein sagt, das sind so große Machtkomplexe, die dagegen stehen, dass man das ganz anders machen muss. So, jetzt darf ich den Diskurs da an der Stelle eingrenzen, allerdings auch mit einer Bemerkung. Sie hatten gleich zu Beginn gesagt, die Systemfrage zu stellen ist richtig, aber prinzipiell so belastet, dass wir sie möglicherweise jetzt so stellen sollten, wenn wir schrittweise zum Ziel kommen wollen. Und zu dir nochmal, natürlich wäre es schön, eine Gesellschaft vor Augen zu haben, wo jeder emanzipiert ist und genau sozusagen in deinem Sinne des Bürgers rational, emotional, richtig handelt. Wir wären definitiv leider ein wenig anders aus, aber gerne sollten wir ein Bild vor Augen haben und uns anstrengen. Unser, also nicht mein Bild, sondern möglichst viele Bilder. Größtmögliche Vielfalt, jeder hat ein eigenes Bild und bestens ist kurz mein Bild bitte einfach. Das werden wir noch anmachen. Wenn wir alle mein Bild mehr hätten, würde ich aufhören. Okay. Ja, ich heiße Andreas und schließe mich mal direkt an dieses, was du so mit ausdrückst, dass da, glaube ich, ein Bewusstsein jedes Einzelnen dazugehört, um diese Veränderungen, die wir eigentlich haben möchten, entstehen zu lassen. Und Sie hatten vorhin treffenderweise gesagt, die Systemfrage zu stellen. Und wir müssen sie
dort aufdröseln, wo es am meisten brennt. Weil wir da wahrscheinlich, das ist mein Gefühl, auch die meiste Gemeinsamkeit erreichen können. Also in den Gedanken. Und dann wieder eben auch in unser Bewusstsein. Und wenn ich auf die Veranstaltung oben im Abgeordnetenhaus am Freitag zurückgehe mit der Primo-Cola, mit dem Vortrag von Uwe, er ist in 12 Jahren jetzt, also nach 12 Jahren Arbeit, jetzt an diesem Punkt, wo er sozusagen durch die Länder zieht, durch die Bundesrepublik, und sein Prinzip des Wirtschaftens vorstellen kann. Und ich erlebe ihn so, dass dort eine Menge von Austausch zwischen den einzelnen Menschen stattgefunden hat, der zu einer Bewusstseinsbildung geführt hat, die dieses Wirtschaftsprinzip der Premium Cola, dieses Wirtschaften überhaupt erst ermöglicht. Und wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen anstoßen möchten, wenn wir uns sozusagen zusammensetzen möchten und es befördern möchten, dann glaube ich, ist es in erster Linie so eine Art Bewusstseinsfrage an uns jeden Einzelnen und dann eben auch in der Gemeinschaft, diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens so lange zu bewegen, dass eben ja, ein Leben danach, also nach dieser Idee dann auch möglich wird. Also würde ich nochmal sagen, was ist wirklich der Ausgangspunkt, nicht zu diskutieren, wie man es erreichen kann, dieses bedingungslose Grundeinkommen, also nicht in erster Linie, sondern wie wir erreichen können, dass jedem es ein wirkliches Bedürfnis ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu denken und so weiter. Das ist so eine Bewusstseinsfrage. Das wollte ich. Danke. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Ich habe jetzt eigentlich weniger eine Frage direkt, sondern ich möchte einfach bis zum paar Thesen loswerden, dann würde ich einfach gerne wissen, was Sie dazu meinen. Und zwar, wir hatten jetzt wissen wir, ganz am Anfang hat sich auch die erste aufgestellt, welches viel Geld man dafür kaufen kann. Wenn wir die andere Sache, wir haben derzeit genug Wohlstand, mindestens auch, das hat Frommi zumindest gesagt, dass wir jetzt hier in unseren Breitengraden, sage ich jetzt mal so, ein WGG leisten können. Und jetzt kommt eigentlich so die Frage, oder jetzt kommt also dieses Problem, okay, ein WGG ist immer eine Umverteilung, ist aber natürlich immer nur eine Umverteilung innerhalb eines gewissen Rahmens. Ist es überhaupt, wenn ich das jetzt mache, ich stelle die Frage jetzt mal sehr, sehr aggressiv, vielleicht doch als Frage, inwieweit wäre denn dann ein WGG, weil Sie auch die ganze Zeit über sehr, sehr globale Themen angesprochen haben, jetzt zwar die Energiesache und so, inwieweit ist denn dann überhaupt die Idee, ein WGG auf einem regional begrenzten Gebiet, sage ich jetzt mal so, einzuführen, überhaupt sinnvoll, wenn ich das Ganze so sehr mit den globalen Themen verknüpfe? Wenn ich es ja im regionalen Gebiet habe, dann könnte ich es ja aber eigentlich sehr, sehr auf die Gebiete beschränken. Und dann kommt ja noch die Frage dazu, ja, wir haben derzeit einen sehr hohen Lebensstandard hier, den durchschnittlichen, sage ich jetzt mal, aber der ist es ja nicht aufgrund ausschließlich auf Leistungen der Menschen hier in diesem Land, sondern das hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass dieses Land, dass es sehr viel Ausbeutung von diesem Land in anderen Ländern geschieht. Das heißt, wäre dann nicht, wenn ich jetzt, zurzeit machen sich jetzt, sage ich mal, so die oberen 10.000 schuldig, ja, würde sich danach nicht unter Umständen die ganze Gesellschaft schuldig machen, wenn sie ein WGG für sich einführt und dann auch wieder auf Kosten, ich sage es jetzt mal einfach plakativ, auf Kosten der dritten Welt. Ja. Also, die Suche nach Gemeinsamkeiten, ich Kollege aufgebaut, das ist natürlich immer eine ganz wichtige Aufgabe für jede Partei. Denn es ist natürlich immer wichtig, dass man seine Heerscharen, muss man mit diesem Begriff, aus dem militärischen Bereich auszudrücken, versucht, möglichst groß zu gestalten und auch eine möglichst große Durchsetzungskraft zu besitzen. Aber man muss auch wissen, Gemeinsamkeiten können auch illusionäre Gemeinsamkeiten sein, die dann sich sehr schnell in der politischen Aktion
dann als solche auch herausstellen. Und dann zerbrechen solche Gemeinsamkeiten. Da muss man natürlich auch ein Konzept dafür haben, was man dann tut. Nicht? Damit man dann nicht völlig allein mit Hosen runter und so dann dasteht. Das ist die große Gefahr. Das ist also sozusagen die Aufgabe, die dann eben politisch zu bewältigen ist. Das muss man einschätzen. Nicht, wie tragfähig sind die Gemeinsamkeiten, sind sie überhaupt da? Was passiert, wenn diese Gemeinsamkeiten platzen, wie gehe ich damit um? Und wie kann ich auch aktiv daran mitwirken und was muss ich dann tun, um diese Gemeinsamkeiten, wenn sie denn analysiert werden, zu stärken? Und da reicht es nicht aus zu sagen, ja, wir sind doch alle Menschen und wir sind nett zueinander. Das ist Axel Springer, meine politische Konzeption für eine Partei, die in der Opposition sich befindet. Das Zweite, die BGE ist natürlich bei den Piraten, wie auch bei der Partei der Linken oder in anderen Zusammenhängen, anderen Parteien, aber die haben das, glaube ich, in ihrem Parteiprogramm stehen. Ja. Ja, die Piraten weiß ich. Auch die Linke hat es also da stehen, aber die SPD glaube ich nicht. Nein. Also es ist immer nur Teil des Programms. Das BGE ist also auch innerhalb der Partei, der Parteipolitik immer nur ein Teil dessen, was eine Partei zu tun hat. Wenn man hier über das BGE redet, ist es sehr sinnvoll, da muss man nicht aus eben diesem BGE und all seinen Problemen und seinen Weiterungen und so auseinandersetzen, den Kontext, in dem es diskutiert werden muss. Und dann muss man das natürlich auch, weil das ist nicht unsere Aufgabe hier, sondern das muss in jeder Partei dann gefunden werden. Wie wird also eine Kampagne beispielsweise zum BGE in Verbindung gesetzt zu einer Kampagne für den Mindestlohn? Nicht, wenn man das nicht als Gegensatz ausschließt, das würden auch einige sagen. Aber wenn man das nicht tut, wie passt das denn eigentlich zusammen? Wie muss dann auch das Konzept entwickelt werden? Nicht? Das ist eine politische Aufgabe an den Parteigremien und also auch gründlich zu diskutieren. Nicht? Und der Zusammenhang auch zu anderen Fragen, dieser Produktivitätsfrage, die außerordentlich wichtig ist, die uns in absehbarer Zeit noch sehr stark beschäftigen muss. Denn die Frage der Beschäftigung, die löst man ja natürlich nicht vollständig damit, sondern alle haben einen Anspruch auf ein BGE, sondern viele wollen ja auch arbeiten. Nicht? Und zwar zu Recht, wir haben darüber ja auch hier diskutiert. Wie kriegen Sie aber diese Arbeitsplätze hier angesichts der Steigerung der Produktivität, die ja immer Freisetzung einschließt von Arbeitskräften? Wie kann man das also in den Griff bekommen? Was ist dann die Rolle von Arbeitszeitverkürzung? Beispielsweise, da kommt man nicht drum herum, darauf dann Antworten zu finden. Oder gibt es nicht auch die Möglichkeit, den Produktivitätszuwachs zu begrenzen? Dadurch, dass man also diese harten, starken Energieträger, die fossilen nämlich, also begrenzt. Aus klimatischen Gründen, aber auch, weil die für die Arbeits-, für die Freisetzung wegen der Produktivitätssteigerungen auch verantwortlich sind. Das heißt, da ist Energiepolitik auf einmal ein Element, das in der BGE-Debatte eine Rolle spielen muss. Nicht? Keine zentrale vielleicht, aber es muss berücksichtigt werden, damit man den Kontext also nicht aus dem Auge verliert. Das heißt, es ist ein weiter Horizont, der da aufgemacht wird, wenn man sich an einer Frage abarbeitet, bedingungsloses Grundeinkommen. Man kann nicht alles auf einmal machen, man kann nicht diesen Horizont abschaffen, man muss wissen, dass er existiert und man muss wissen, dass man sich in einem solchen Horizont auch bewegen und orientieren muss. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die man zum Teil eben wissenschaftlich, zum Teil eben publizistisch, zum Teil auch in solchen Diskussionsveranstaltungen und dann politisch auch in den entsprechenden Gremien der Organisationen, der Parteien und so weiter angehen muss. Ein Aspekt, die Frage der Dritte Welt und sozusagen unser Wohlstand, das Wohlstandsgefälle. Naja, das ist natürlich auch ein Problem, das dazugehört, von dem man nicht absehen kann. Wobei man mit dem Begriff Dritte Welt inzwischen, glaube ich, etwas vorsichtig umgehen muss. Denn in der sogenannten Dritten Welt, nehmen wir mal so Länder wie Brasilien oder China,
gibt es natürlich Bereiche, die sind moderner als das, was wir hier in Deutschland zu bieten haben. Wenn ich mir also die U-Bahn in Mexico City anschaue, dann ist die moderner als das, was wir in Berlin herum jubeln haben. Und viele andere Beispiele könnte man finden. Das heißt, die dritte Welt haben wir hierzulande und die erste Welt haben wir in der dritten Welt. Insofern muss man da schon jetzt genauer hinschauen, was ist denn eigentlich der Gegensatz und das Neue. Es gibt natürlich nachholende Bedürfnisse und auch zu Recht nachholende Bedürfnisse. Zu Recht deshalb nicht zuletzt, weil viele Länder der sogenannten dritten Welt, Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, eben jahrhundertelang ausgeplündert worden sind durch die erste Welt, durch die Europäer und später durch die Amerikaner. Nicht? Und dadurch, dass wir hierzulande von dem CO2-Konto das meiste dazu beigetragen haben, nicht über die Jahrhunderte hinweg. Und jetzt also Nachholbedarf für die anderen besteht. Aber dieser Nachholbedarf bei beschränkten Ressourcen des Planeten Erde bedeutet, dass irgendwo anders auch eingespart werden muss. Und das wäre dann hierzulande. Wenn wir über die dritte Welt und Solidarität reden, müssen wir also darüber reden, wie müssen dieses Leben hierzulande umorganisiert werden, damit wir den ethisch gebotenen Veränderungen auch nachkommen können. Sonst reden wir um etwas, das dann praktisch keine Konsequenzen hat. Und das wäre auch für die Glaubwürdigkeit einer politischen Organisation nicht gerade positiv. Vielen Dank, Herr Altvater. Ich denke, Sie haben einen richtigen, kräftigen Applaus verdient.